Ich würde direkt mal einsteigen mit einer kleinen Zusammenfassung der ersten drei Kapitel. In Kapitel 1, Dreifachrolle, werden wir erstmal mit einer Farbseite begrüßt, beziehungsweise vier Farbseiten, die natürlich bei uns in Deutschland und im japanischen Band auch nicht in Farbe sind. Wie sich Amuro morgens auf den Weg macht ins Café Poirot. Er ist viel früher da als jeder andere und macht noch ein paar Sachen. Wir sehen ihn am Stuhl rumwerkeln, ein bisschen Luftbefeuchter machen, die Pflanzen aufhübschen, er wechselt eine Glühbirne. Irgendwann kommt er noch an zusammen und sie arbeiten sich so ein bisschen durch den Tag zusammen, quatschen ein bisschen. Es kommen verschiedene Kunden rein, wo man auch so merkt, der Stuhl, den er da geklebt hat, merkt ein Kunde tagsüber an, oh, der Stuhl wackelt ja gar nicht mehr. Kurios, Und Amuro achtet auf seine Kunden. Wir sehen, er ist sehr aufmerksam. Und Azusa merkt dann irgendwann auch an, hier wird dir das nicht alles manchmal ein bisschen zu viel. Jobs in Poro, gehst bei Herrn Mori in die Lehre und bist hauptberuflich Detektiv. Du spielst hier nicht eine Doppelrolle, sondern eine Dreifachrolle, womit Azusa ja mehr Recht hat, als sie vielleicht ahnt. Womit wir so ein bisschen den Titel dieses Kapitels erklärt haben. Danach geht es dann wieder zurück in Amuros Wohnung und wir sehen eine Dreifachrolle von Amuro, nämlich die des Bourbon, wie er eine Pistole zusammen bastelt und ein Foto von Shuichi Akai anstarrt und dann sein Outfit aus dem Mystery Train tatsächlich trägt und den Mystery Train Passeringu an seinem Finger trägt, wie das im Anime ausgesprochen wird. Und sagt, dass er Shuichi Akai gerne vergessen würde, wenn er es denn könnte. Womit wir, I guess, die Begründung haben, warum Shuichi Akai unbedingt vorne vorgestellt werden musste. Womit wir auch schon durch sind im ersten Kapitel. Doppelte Länge hat sich gar nicht danach angefühlt, weil es auch viele Seiten gibt, die nicht mit Text arbeiten tatsächlich. Für einen Detective-Conan-Fan fast unvorstellbar, aber in Zero Steetime wird auch viel visuelles Storytelling betrieben, ohne viel Dialog. Womit wir in diesem Kapitel einiges hatten, vor allem beim Waffenzusammenbau und so. Die einen ganz nett einführen in die Geschehnisse von Zero Steetime, aber natürlich erstmal vor allem eine Rolle beleuchten. Und die anderen beiden Rollen werden, was sich ganz nett anbietet, in den nächsten Kapiteln vorgestellt. Einmal Kapitel 2, das ist doch ein Kinderspiel, wo wir ein bisschen mehr vom schwarzen Organisations Bourbon zu sehen bekommen, der mit Wermut im Arsène-Restaurant, das wir ja kennen, das kennen wir doch aus dem Fall mit dem nach dem Schwarzen Ritter, wo Ran und Shinichi essen waren. Ja, genau, dieses Restaurant ist das. Und dort gehen sie halt essen und liefern sich eine Konversation, die so ein bisschen hin und her geht, aber im Prinzip irrelevant ist. Sie werfen sich halt so ein paar Worthülsen zu und kommen irgendwann aufs Flambieren zu sprechen. Was dann auch das ist, was Amuro das restliche Kapitel macht. Er ist zu Hause und flambiert bei sich essen und macht das sehr ausführlich und sieht dabei schön aus, weil Amuro ist ein schöner Mensch, der schöne Sachen tut und ganz viel isst und aber zu viel zu essen gemacht hat. Und sich dann überlegt, das restliche Essen Kasami zu geben, den wir im nächsten Kapitel kennenlernen. Yuya Kasami von der Sicherheitspolizei, womit wir die dritte Rolle von Amuro ein bisschen besser kennenlernen. Eben den Polizisten Amuro, der bei einer Verbrecherjagd mithilft und mit seinen Boxkünsten einen Verbrecher ordentlich eine verpassen darf. Danach fährt er mit Kasami zu Hause, der aber allerdings in schlechter Verfassung ist. Er ist müde, er ist hungrig, er hat viel zu tun und schläft dann prompt auf der Heimfahrt ein, nachdem er sich die ganze Zeit einreden will, dass er nicht müde sei. Aber tatsächlich im Endeffekt schläft er ein und Amuro fährt ihn nach Hause und sagt, ich muss später mal mit ihm reden. Was wir tatsächlich in der nächsten Bonusseite danach tatsächlich sehen, wie die beiden sich so ein bisschen unterhalten. Vorher waren die Bonusseiten so kleine zusätzliche Zeichnungen, aber es kann auch mal sein, dass so eine Bonuszeichnung eben so eine kleine Miniszene ist. Mit diesen ersten drei Kapiteln so hat man ungefähr Zero Steetime quasi in so einer Miniaturausgabe die verschiedenen Aspekte der Serie, weswegen es ganz gut ist, die mal als erstes zu beleuchten. Wir sehen eben, aus welchen Winkeln wir Amuro betrachten dürfen. Wir sehen so ein bisschen den Ton der Serie und auch, wie die Serie anknüpft
an die Hauptserie Detektiv Conan, nämlich sehr, sehr punktuel, eben während sie im Café Pro sind, kommt auch irgendwie Lärm von oben und sagt, bei Herrn Mori ist mal wieder viel Krach und wir sehen so Schatten von Conan oder Kokoro und Shuichi Akai wird ein bisschen direkter angesprochen, aber dann auch für den Mystery Train sehen wir halt das Outfit und den Ring und so und dann wissen wir als Detektiv Conan-Leser, aha, das kenne ich aus Detektiv Conan. Und weiter wird darauf nicht wirklich eingegangen und dann eben auch im zweiten Kapitel dann mit Wermut, die tatsächlich nie benannt wird und deren Gesicht man nicht richtig sieht, warum auch immer, wo wir wissen, aha, das ist dieser Charakter, aber viel groß wird nicht drauf eingegangen und der ganze Ton der Serie wird so ein bisschen gesetzt. Ja, Bewertung des Falles gestaltet sich hier ein wenig schwierig. Lasse hat es schon angedeutet, bei seiner Inhaltsvorstellung. Einen klaren Fall haben wir hier anders, als wir es sonst immer aus Conan-Bänden gewöhnt sind, eher nicht. Auch aus Kaito Kid-Bänden, wo es immer um irgendeinen bestimmten Diebstahl oder sowas ging, können wir natürlich hier nicht zusammenfassen. Entsprechend gab es jetzt den Überblick über die einzelnen Kapitel. Und ich muss sagen, ich teile da Lasses Ansicht, dass das wirklich einen guten Überblick ist über das, was uns erwartet, auch im weiteren Verlauf des Bandes. Das sehe ich auch so. Und was ich finde, was man sehr gut herausstellen kann oder was mir positiv aufgefallen ist, ist, dass wir halt eben diese Sachen haben, wie zum Beispiel das Mystery Train Outfit, den Ring und natürlich auch immer so diese punktuellen Easter Eggs und auch in welchem Restaurant sich Burr mit Wermut trifft, dass das sowas ist, was ein Casual-Leser wahrscheinlich gar nicht so erkennt, aber für die Conan-Fans, die erkennen dann da halt, ich sag mal so, das ein oder andere Easter Egg und danach Ausschau zu halten oder zu gucken, das macht irgendwie schon Spaß, muss ich sagen, während man den Band gelesen hat, zu gucken, okay, ja, erkenne ich irgendwas oder worum geht's gerade, worauf wird gerade angespielt? Also ich weiß nicht, mir hat das beim Lesen relativ viel Spaß gemacht. Ich finde es auch erfrischend, wenn wir sonst immer nur sehr textlastig unterwegs sind, dass wir hier, ich sag mal, weniger textlastig sind und mehr mit Bildern gearbeitet wird, was mir eigentlich auch ganz gut gefallen hat, macht es zügiger zu lesen, also schneller zu lesen, die Kapitel. Und ja, zu den Kapiteln selbst muss man sagen, ist jetzt natürlich so handlungstechnisch nicht so groß Spannendes dabei. Man sieht halt, oder beziehungsweise ist mal ganz interessant zu sehen, okay, wie beginnt Toru Amuro sein Tag im Café Poirot, wie er sich so mit Wermut trifft und sich mit ihr so unterhält, sag ich mal eher, na, was heißt privaten? Sie unterhalten sich ja schon über das. Ja, ich weiß nicht, halt so, sie tauschen Wortphrasen aus, wie Lasse das gesagt hat. Aber ich weiß nicht, ich finde so diese Interaktion finde ich ganz interessant. Und mir hat auch ehrlicherweise gut gefallen, dass man Wermuts Sicht nie komplett gesehen hat und ihre Augen. Aber man natürlich ganz klar wusste, wen es sich handelt, und wer damit gemeint ist. Und ich denke mal, wenn das nicht so wäre und es kommt nochmal ein riesen Plot-Twist und es ist nur die Schwester von Wermut oder sowas und es wurde hier in Zero's Tea Time angeteasert, nein, also das glaube ich nicht. Von daher, weiß ich nicht, also ich fand die ersten Kapitel haben mir sehr viel Spaß gemacht zu lesen und ja, weiß nicht, wir hatten Action drinne, wir hatten ruhige Szenen drinne, wir hatten so ja, gemütliche, friedliche Szenen, also es hat sich echt auch viel abgewechselt, hat mir gut gefallen. Ja, dann mache ich doch da gleich weiter und stimme da mit ein, obwohl wir gar nicht singen. ja, es ist hier sozusagen, möchte ich nochmal erwähnen, oder was heißt nochmal, möchte ich erwähnen, ist für mich die erste Berührung mit dem Detektiv Conan Spin-off Zero's Tea Time, weil ich es vorher noch gar nicht kannte und ja, jetzt das erste Mal diesen Band gelesen habe und überhaupt nicht wusste, was mich erwartet und ich bin ja wirklich positiv überrascht, was man sozusagen aus einer, ja, ich sag mal, wenig textlastigen Story doch alles rausholen kann. Also mir hat das wirklich sehr gut gefallen, angefangen mit Amuros Tag im Café und was er da alles macht und dann kommt Azusa und sagt, oh ja, ganz früh am Morgen bist du schon lange da. Und er sagt, nee, bin gerade erst gekommen und er hat alles gemacht in diesem Café. Richtig gut. Und dann auch so ein bisschen, also zumindest ging es mir so,
dachte ich, dass da so ein bisschen Mystery mit reinkommt, das Feeling, als dann da diese im ersten Kapitel diese alte Dame kam und er guckt auf die Uhr und denkt sich, ah, die kommt später als sonst und dann sieht er noch irgendwie, dass sie da irgendwie was aus ihrer Tasche holt und dann kombiniert er in seinem Kopf da was zusammen und im nächsten Moment bringt ihr Azusa Wasser und dann sagt sie, ja, ich wollte gerade meine Medikamente nehmen. Wie aufmerksam, dass sie mir gleich Wasser gebracht haben. Also fand ich richtig gut, dass das hier auch so ein bisschen, ja, Detektiv Mystery Feeling mit reinkam. So empfand ich das und ja, das hat mir sehr gut gefallen und dann auch, ja, die weiteren zwei Kapitel, die wir jetzt gehört haben mit Wermut und ja, Bourbon, wie sie sich über die Organisation unterhalten und dann am Ende, wo man eben direkt die Anspielung hat zum Mystery Train und man weiß, wow, geil, jetzt geht der Mystery Train los, war ein super Fall damals und ich war super positiv gestimmt, obwohl ja gar nichts weiter passiert in dem Moment. Aber das fand ich auch richtig gut und ja, dann auch am, nee, nicht am Ende, aber jetzt im letzten Kapitel noch, diese Szene aus der Sicherheitspolizei mit Kasami und wo ja wirklich auch nicht so viel passiert ist, aber ich persönlich fand diese Action-Szene da, wo sie den Verbrecher verfolgen und dann schlägt Bourbon den und so, ich habe da irgendwie trotzdem richtig mitgefiebert und war ja wirklich begeistert davon, mal in seine Arbeit so reinzugucken und ja, war schon nach diesem ersten kurzen Einblick sozusagen sehr überrascht, sehr geflasht und hat mich echt gefreut, ja, dass Zero's Tea Time jetzt nach Deutschland gekommen ist und dass ich jetzt hier diesen Manga lesen kann. Also, ja, positive Überraschung.